Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mal mit keiner klassischen Song-Review, auch mit keiner unklassischen Song-Review, nämlich mit gar keiner Song-Review. Heute mit einer News, und zwar zur deutschen Industrial, Gothic, Dark, Rock, Metal Band Umf. Dero ist raus. Und zwar zum ersten, also eigentlich, ich nehme das hier am Freitag auf, den 1.10. Und genau da ist Dero nicht mehr Teil der Band Umf. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen geschockt, die News. Also ich war jetzt kein Über-Umf-Oberfan. Ich muss aber sagen, dass ich die Band doch schon seit dem Ego-Album auf dem Schirm habe und ich auch viele, viele Platten von den Jungs habe. Und die haben auch viele, viele gute Sachen. Man muss sagen, als Augen auf dann rauskam, war auch viel dabei, was ich ein bisschen peinlich und albern fand. Aber es gab immer wieder Perlen. Die Band weiß einfach, wie man Hits konstruiert, wie man Hits schreibt. Und Dero war und ist auch ein unglaublich wandelbarer, versierter Frontmann. Mit einer extrem guten Stimme, muss man sagen. Also der hat ja wirklich alles drauf gehabt. Stimmlich, was man so braucht. Jetzt nach, ich glaube, wie lange gibt es Umf? Umf gibt es doch schon viel länger als Rammstein. Nach 30 Jahren Bandgeschichte ist er raus, weil er wohl zu Gott gefunden hat. Also sprich, er ist nicht katholisch oder evangelisch streng geworden. Er ist evangelikalisch geworden. Und offensichtlich wurde er da vor die Wahl gestellt. Entweder das oder deine Band. Das geht wahrscheinlich nicht Hand in Hand. Ich meine, man kann nicht diesem strengen Glauben angehören und dann so Tracks wie Gekreuzigt oder Gott ist ein Popstar performen. Ich kann mir vorstellen, dass das sich irgendwie beißt und dass die Gemeinde dort nicht gut findet. Aber ja, das wollte ich mal mit euch teilen. Ich finde, das ist eine harte Nummer. Jetzt natürlich die Frage, wie machen Umf weiter? Weil ich finde, wenn man sich die Musik von Umf anhört und man nimmt die Stimme von Dero raus, dann klingt das so ein bisschen blass. Ich wollte jetzt fast schon Schülerband sagen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu fies, weil Songwriting-mäßig haben die ja doch schon was auf dem Kasten. Nur da passiert halt musikalisch immer nicht so wirklich viel und ich finde, Dero macht 80% des Erfolges der Band aus. Das wird schwierig für die Jungs da jetzt ranzukommen, weiterzumachen mit neuem Frontmann. Wow, harte Nummer nach 30 Jahren. Aber hey, ich kann es verstehen. Ein Gedanke, den ich auch noch dabei hatte, war, wenn er jetzt so super streng gläubig ist und diese Musik nicht mehr performt, kriegt er dann jetzt auch kein Geld mehr für die Streams von diesen gotteslästernden, blasphemischen Songs von Umf? Eigentlich dürfte er dann jetzt da auch keine Kohle mehr bekommen, ne? Weil, ganz ehrlich, wenn man diese Route geht, dann muss man die auch zu Ende gehen. Aber ist mir auch egal. Das dazu, wie seht ihr die ganze Story? Meint ihr, Umf schaffen es mit anderem Frontmann anzuknüpfen an Glanztaten mit Dero Originalbesetzung? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, auch generell, wie ihr zur Band Umf steht. Wie gesagt, ich finde die eigentlich ganz gut. Ist so, es gibt viel Licht und Schatten bei Umf. Würde ich mal sagen. Jo, das war es von mir zu diesem kleinen Thema, das mich doch irgendwie beschäftigt hat jetzt. Bis zum nächsten Mal.